Hier eingangs beim Städtli Werdenberg, hier ist die Töpferei Tonart von der Bernarda Mattli. Und wenn offen steht, dann ist es auch offen. Ich habe mit ihnen abgemacht, in einer geruhsamen Stunde. Am Arbeiten war ich, eben damit wir miteinander reden können. Wenn sie arbeiten, dann dreht sich alles. Dann trüllt es auf der Scheibe, dann trüllt es auch im Kopf von der Bernarda. Dann ist sie kreativ pur. Und ich glaube, das wäre kein guter Zeitpunkt gewesen, um ein Gespräch zu machen. Aber natürlich, wenn es euch interessiert, dann könnt ihr jederzeit einmal hergehen und in die Töpferei einmal schauen, wenn die Bernarda am Arbeiten ist. Bei ihr ist wirklich eine Vielfalt zu bestaunen, die es selten in dieser Art gibt. Im Eingang beim Städtli Werdenberg, eben in der Töpferei Tonart. Ja, und ich bin dann eingegangen in die Töpferei, eben an dem Abend, kurz nach dem zweiten Advents Sonntag, und habe Bernarda zuerst gefragt, ob Kunst denn schon immer ein kleines bisschen ihr Ding sei. Und er gemerkt, ganz einverstanden ist mit meiner Frage nicht gewesen. Ja, jetzt musste ich schon korrigieren, gerade von Anfang an. Es tut mir leid, aber ich mache keine Kunst. Ich bin Handwerkerin, bin eigentlich stolz auf mein Handwerk und es gibt ja dort immer so Diskussionen, wo ist die Schnittstelle zwischen Handwerk und Kunsthandwerk und nachher nochmal die Schnittstelle zwischen Kunsthandwerk und Kunst. Und ich tue mich total nicht gerne als Künstlerin bezeichnen. Ich habe es auch nicht gerne, wenn man mir so sieht. Ich bin wirklich eine Handwerkerin. Versuche es möglichst gut zu machen. Eine bodenständige Philosophin? Vielleicht, ja, könnte sein. Hast du das in die Wiege gelegt bekommen? Also, weißt du, von Vater, von Mutter? Oder hat es so ein Schlüsselerlebnis gegeben, wo du gesagt hast, jetzt möchte der Dreck in die Hand nehmen, Form und der Welt zeigen, was uns Dreck machen kann? Nein, ich bin eigentlich putznormal aufgewachsen. Meine Mama war Stammschneiderin. Mein Papa hat sich sehr gut mit Stöhen ausgekannt. Er war Stohauer, hat wunderschöne Mürli gemacht. Die hat den Stoh kennt, wenn er mit dem Hämmerli draufgeschlagen hat, dann ist er genau im richtigen Ort abeinandergeht. Und ich war eigentlich mehr oder weniger bei meinen Grosseltern in Freizeit und die haben eine Bauerei. Also es war die 9. Umgebung, die mich jetzt total inspiriert hat, um diesen Beruf zu lernen. Aber vielleicht noch ausschlaggebend ist eben meine Mama, die Damenschneiderin, sehr pingelig. Ich war eigentlich auch ihr sein Modell, das mit den schönen Klamotten rumlaufen musste. Sauber sein. Wenn ich in die Schule bin, hat es mich am Morgen und am Mittag die Zöpfe gestrahlt und gerupft. Und selbst war es wahrscheinlich noch ausschlaggebend, dass ich nachher deutsch legal im Dreck rumwühlen konnte. Stöhe, gell? Das ist irgendwie vom Riendl. Stöhe sind Steine, gell? Woher kommst du? Mundlinger, oder? Ich komme von Mundlinger. Ja. Hat das auch eine Rolle gespielt, weißt du, die Umgebung Mundlinger? So? Ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Also, ist es bodenständig? Ja, es ist bodenständig. Vielleicht schon eben erbverbunden. Ich war auch sehr gerne mit dem Grossvater auf dem Acker. Und mein Grossvater war ganz entspannender. Er hatte eine grosse Bauerei. Aber er war eigentlich eher der Manager. Er hat einmal das Ross eingespannt. Dann hat man die Leute auf den Acker getan. Und dann, wenn alle am Arbeiten waren, musste er irgendetwas erledigen. Natürlich. Und ich habe mitgetan. Mit Ross und Wagen. Und meistens hat er irgendwo um den nächsten Rang gekommen, hat er eingekippt und dann sind wir unter einem Baum gelegen und er hat immer ein Büchli geschrieben und mir manchmal vorgelesen. Und dann sind wir ins Rössli und ich habe einen Sirup bekommen. Das weisst du nicht genau, gell? Milch hat er keine ausgeliefert. Milchverträge hast du nicht müssen. Nein, ich musste überhaupt nicht mehr arbeiten. Ich bin verwöhnt worden dort. Heiterer Fall. Als 57er Jahrgang, kurz vor der Pension, hast du überhaupt irgendwann mal arbeiten müssen? Also, weißt, hast du das, was du gemacht hast, überhaupt jemals als Arbeit empfunden? Mal eigentlich schon. Schon? Also ja, während der Lehrzeit hätte ich um einen Hodenbickel hergeworfen. Was hast du gelernt? So angefangen. Ja, ich habe das gelernt. Ich habe Keramikerin gelernt. Can im Fürstentum Liechtenstein. Beim Haas, oder wo? Ja, beim Haas. Aha. Und die Lehrzeiten sind, da weiss man früher sowieso, sind sie relativ hart gewesen. Und man musste dort auch viele banale Arbeiten machen, die raushängen bis zum Bach haben. Und es ist streng, es ist ein strenger Beruf. Es braucht Kraft und Ausdauer. Und dort habe ich im vierten Lehrjahr habe ich gedacht, ach komm, Scheissdreck, ich mag nur. Liechtenstein, gell? Manchmal der Haas natürlich, ja, ist auch speziell, ist ein guter gewesen, aber hat man so ein bisschen gemerkt, dass er schon drum ein bisschen darunter gelitten? Nein. Nicht?
Nein, also ich habe mit dem Wolfgang Haas, seinem Vater, das war ein Chef von mir, und der Brüder von ihm waren ja Gebrüder. Nein, dort haben wir von dem Dutsch nichts gemerkt. Das waren lässige Aufgestellte. Es ist wahrscheinlich mehr, hat mein Alter auch noch mit ihnen gespielt. Ich war da noch sehr jung, gewesen, ein bisschen aufmüpfig, ein bisschen frech, ein bisschen Revoluzzer. Also, das Letzte bist du immer noch, oder? Jahrgang 57, müssen wir es klarstellen, gell? Also, älter geworden bist du natürlich auch, aber Revoluzzer, aufmüpfig bist du immer noch, gell? Ja, ich bin schon ein bisschen ruhiger geworden, aber wenn mir jetzt etwas gerade extrem stört, dann kann ich schon das Maul nicht zuheben. Ja, und da kommt dir wahrscheinlich irgendwie bei dem, was du hier machst, auch ein bisschen entgegen. Also, die Eigenständigkeit ist sicher sehr, sehr wichtig, oder? Ja, klar, wenn du selbstständig erwerbend bist, brauchst du ein grosses Durchhaltevermögen. Und es gibt dann schon Phasen, wo man sich selber zweifelt, das läuft vielleicht im Moment nicht gut oder so irgendwie. Dann fragst du zuerst, was mache ich falsch? Bin ich nicht gut? Und es gibt dann immer wieder so Phasen, wo man wirklich als andere, als kreativ ist und die durchstehen und weitermachen, ja, dort musst du ein bisschen anständig sein und vielleicht auch einen Hintergrund haben. Genau. Das hast du erhalten, gell? Der ja. Weißt du, also mir immer eine Stunde hat jetzt letztes ein bisschen weiter also ein bisschen in den Weitwinkel genommen. Du bist ja wirklich Gärtner, Schlange. Die Frauen hier, die hier, die man so sieht, du sagst so, die sind nicht dick, aber sie sind doch schon ein bisschen dick, oder nicht? Also, mir dunkelt es völlig normal. Schon? Ich glaube, ihr Männer haben einfach irgendwie ein falsches Bild von einer normalen Frau, sagen wir es jetzt einmal so. Oh, jetzt aber, hä? Eben. Jetzt kommt Bernhard wieder hinführen, gell? Also da muss man sehen. Also, wir haben ein falsches Bild von einer normalen Frau. Ja, sage ich jetzt einmal ein falsches Bild, also von der, auf die Äußerlichkeit bezogen. Auf das andere, wenn wir vom anderen reden wir jetzt gerne nicht. Ja. Aber ich kann dir beispielsweise sagen, es kommen ganz viele Frauen in den Laden zu mir, die happy sind. Ja. Und sagen, leck, die sieht ja aus wie ich, die hat eine Figur wie ich. Und es ist einfach so, mein Gott, eine Frau. Es sind jetzt so beispielsweise die Frauen, die ich mache, wenn man es genau anschaut, das sind nicht Teenager. Es sind Frauen, die schon etwas erlebt haben. Und die sehen dann so aus, das ist doch auch schön. Und erstens einmal, muss ich dir sagen, ich tue nie mit dem Material zu sperren. Ich bin jetzt Kochentöck oder ich bin modelliert. Ich habe gerne Fülle und eine grosse Auswahl. Und ich muss können reingreifen und ich muss können spüren. Und für da wäre jetzt eine Giacometti-Figur würde dem absolut nicht entsprechen. Ich würde ja voll bestätigen. Ich finde es auch super, gell? Weißt du, ich habe immer so gedacht, die Gärtenschlanken, also gefällt mir jetzt auch nicht. Und ihr seid die Sterngirl der Woche, gell? Also in den 20er, 30er Jahren, da ist das absolut modern gewesen. Meinst du, etwas kommt wieder? Oh, das wechselt ständig. Ich denke, das könnte wieder einmal kommen. Je nachdem, wir sind ja alle da ein bisschen dem ganzen Diktat unterworfen. Manchmal merkt man es ja gerne nicht. Also die dicke Frau, das ist jetzt eine dünne Frau, wenn man jetzt an eine Rubensfrau denkt, ist die unterernährt dagegen, oder? Das ist mal total Mode gewesen. Wohlstand, oder? Wenn du etwas auf den Knöcheln hast. Ja, wenn wir so vielleicht mal den Tisch herstellen, das ist jetzt das hier, das sind jetzt ganz, ganz schlanke Figuren. Ist das ein Auftrag gewesen, oder? Nein, das war kein Auftrag gewesen. Sind das Engel? Es sind Engel, aber es hat jeder nur einen Flügel. Eben. Ja, und es ist eigentlich Alma und Frau. Und die sind entstanden aus dem Spruch, wir Menschen sind alle Engel, aber nur mit einem Flügel. Wollen wir fliegen, müssen wir uns umarmen. Und so hat jeder einen Flügel. Man kann es natürlich weiterziehen, es muss nicht nur gerade Mann und Frau sein. Oder es kann eine ganze Gruppe machen, wie mehr es sind, umso höher können sie fliegen. Und wenn man gerade so bei Mann und Frau ist und die aufgestellt haben, kann man eigentlich am Morgen kann man gerade schon durchgehen, wie man drauf ist. Oder du kannst es sowieso herstellen. Wie kommst du auf diese Idee? Die Idee hatte ich wirklich mal, als ich den Spruch gelesen habe. Aha. Und es ist von der Technik her ist es etwas total anderes, wie ich es ausmache. Und
Ich bin jemand, der ganz viel Kontrast braucht. Also, das ist jetzt die archaische Art und Weise, wie du Keramik kannst brennen kannst. Das ist im offenen Feuer. Ich habe gedacht, das ist völlig etwas anderes. Ja. Wenn sie da stehen, würde ich irgendwie denken, es ist gerne Bernarde. Genau. Und das sind eigentlich meine Sommerarbeiten. Ich habe von meinem Papa ein kleines Stück Wald geerbt. Und dort kann ich feuern. Dort kann ich der Feuerteufel sein. Und das ist natürlich jahreszeitenabhängig. Dann schaue ich all, dass ich den Sommer durch ein paar Sachen habe, die ich dort brennen kann. Und ich habe eine schöne Erinnerung an meinen Papa. Der war so gerne im Wald gewesen. Und dann hat er mir manchmal einfach angerufen und hat gesagt, du hast nichts zum Brennen. Ich sagte, du hast nichts zum Brennen. Weil es ist einfach jedes Mal eine schöne Zeremonie gewesen. Im Steinbruch, gell, hat er Stein geschlagen, gell? Er hat Stein geschlagen, ja. Aber eben, seine Leidenschaft war der Wald gewesen. Er hat auch immer geholzt. Bist du noch mitgegangen? Zum Holzen? Zum Holzen? Ja. Ja, sicher. Eben selbst schon, he? Ja. Mit Redung und Schlitten oder haben ihr Türhölzelt oder haben ihr die grossen Sachen geholt? Wir haben schon die grossen Sachen geholt, ja. Und ich glaube, hier im Haus in Werdenberg kannst du noch ein bisschen feuern, oder? Ich tue gerne feuern. Ich habe drei, ist hier gestattet. Drei Feuerstellen im ganzen Haus und die werden schon benutzt. Du bist ja Philosophin, gell? Also, du machst ja gerne grosse Sachen, Landarte zum Beispiel und so weiter. Also, so etwas Grosses hast du schon lange nicht mehr gemacht. Also, irgendwie, du bist ja da natürlich unglaublich kreativ tätig. Du schaffst unglaublich viel. Also, da muss man daherkommen, um das alles wirklich zu sehen. Aber du schaffst ja da an einem Sachserie, bist du eigentlich Therapeutin, oder? Also, hilfst den Insassen natürlich auch, um wieder ein bisschen in die Spur zu kommen. Eben in der Art, wie du dich präsentierst, wie du ihnen schaffst. Also, zu diesen grossen Projekten ist es niemand wirklich gegangen. Nein, es ist wie, die Zeit ist vielleicht nicht reif, es interessiert mich im Moment gerne nicht. Ich habe im Moment einfach andere Sachen zu tun, ich lebe vielleicht eher nach innen. Und ich habe mich noch nie dazu gezwungen, um irgendein Projekt zu machen oder so. Es ist, meistens hat es sich einfach von sich aus ergeben und dann hat es so gestimmt. Simone hat ja die Hauptrolle im Deckelbad. Simone, oder? Das ist deine Tochter. Mhm. Apropos nach Innenleben. Du bist nicht eine Nonne gewesen. Man hat es vielleicht noch kurz gesehen. Ich hätte noch länger drauf, aber ich darf das natürlich nicht zeigen, gell? Also, ist das deine Rolle gewesen, irgendwie nach Innenleben? Hättest du dir so etwas noch vorstellen können? Eine Nonne? Ja. Nein. Ja, warum nicht? Wäre aber etwas ganz Neues. Es gibt zwar eine Schwester Bernarda. Eben meine ich. Nein, es ist nicht. Eben schon nicht, hä? Nein, dann müssten wir also schon ziemlich ablöschen, wenn ich ins Kloster bin. Das ist mir spontan nicht sinnvoll. Ich denke, du redest von Innenleben, du redest von Engel mit einem Flügel. Ich denke, du hättest dich da selber auch ein bisschen drin gesehen. Du, jetzt sind wir hier in diesem Raum drin. Wir haben dabei einen Haufen schöne Bilder gezeigt von unglaublich schönen Arbeiten. Jetzt wird immer geredet. Jetzt müssen wir vielleicht mal schnell in die Werkstatt gehen, oder? Das müssen wir noch machen. Mhm. Aber nachdem wir sind in der Werkstatt. Es ist jetzt halt dunkel. Leider sieht man die Aussicht nicht mehr. Aber hier zu diesen Fenstern draußen, gell, da schaust du sehr, sehr gerne, oder? Ja. Es ist manchmal fast gefährlich, es könnte manchmal ablenken vom Arbeiten, so eine Traumaussicht. Holst du auch Inspiration? Vom Aussehen eigentlich nicht, weil die Leute, die dann rumflanieren, die sind zu weit weg, sonst müsste ich noch ein Fernrohr suchen. Aber ich tue schon auch gerne Leute beobachten, so eine Bushaltestelle oder einen Bahnhof. Das tut mich auch spannend und fließt teilweise natürlich auch in meine Arbeit vom figürlichen Arbeiten rein. Ich mache figürliche Keramik und ich mache auch Gebrauchskeramik. Ich bin ein Fan von alten Formen und mache viele alte Bücher ein bisschen schlau machen und schmökern. Beispielsweise Gefäß, wie es früher die Nahrungsmittel aufgehalten haben, wo es noch Kühlschrank etc. gegeben hat. Dort mache ich eine Butterdose, die total gut funktioniert und die ich sehr gut verkaufe. Das ist eine uralte Form und sie funktioniert. Und zugleich gibt es so für Salz ein spezielles Gefäß, wo das Salz nicht klumpig wird. So Sachen sind mir eigentlich schon wichtig, Gebrauchskeramik. Aber es ist so, der Lauf der Zeit, Gebrauchskeramik ist nicht gerade wirklich gefragt, weil
Wir werden hier überrollt von Produkten, wenn man in Terry oder so denkt. Da kommt ein Produkt vom Ausland in Keramik zu einem Preis, den wir nie mithalten können. Und die Sachen, die kommen, sie sind eigentlich sehr schön. Und das kommt noch dazu. Es ist nicht einfach ein blöder Schrott. Aber zu dir können ja Leute hier natürlich auch sagen, sie möchten mal bei dir in der Werkstatt sein. Also wenn man bei dir etwas kauft, dann weiss man, wer steckt dahinter. Ich glaube, das spielt auch eine grosse Rolle, oder? Also für mich persönlich, wenn ich mein Konsumverhalten anschaue, eigentlich schon. Also mir muss so mit Erlebnis verbunden sein. Und wenn ich den Schreiner kenne, der mein Bett gemacht hat und mit dem Zimmer das zu Faden schlagen, dann hast du doch einfach völlig eine andere Beziehung dazu. Es muss eine Geschichte dahinter stecken. Aber es empfinden nicht alle Leute gleich so. Aber ich denke, es wird wieder einmal eine Zeit kommen, wo genau das gefragt ist. Die Sinnlichkeit, das bewusste Einkaufen, sich fragen, woher kommt es eigentlich, wo wird das gemacht, aus welchen Materialien wird es gemacht. Einfach alles, das, was rundum ein bisschen zusammengehört. Jetzt bist du nicht bei der Arbeit natürlich, gell? Ist ja kurz vor Weihnachten, aber da hast du etwas. Gell? Also, ja, was gibt denn das nachher? Ist schwer zu erklären, hast du gesagt. Ich frage jetzt gleich einmal noch. Ja, das, was wir jetzt gesehen haben, habe ich heute Nachmittag gemacht. Das sind alles Prototypen. Da möchte ich Gefäßformen machen, die ich dann im Frühling als Gartenkeramik sorgen werde. Und sie sind jetzt verkehrt gedreht. Also man muss sich vorstellen, jetzt sind sie flutweich, sonst könnte ich sie wegnehmen. Nein, wir können im Frühling schauen. Dann kann man die... Weißt du jetzt schon genau, wie es rauskommt? Oder ist das auch so ein Projekt, das laufend ist und einfach mal ein bisschen probierst und austestest? Machst du auch so Sachen? Also ich habe natürlich das Bild im Kopf, wie es aussehen, aber ob es dann funktioniert, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Aber ich habe schon ganz klare Vorstellungen, wie ich es machen oder wie es aussehen. Wir schauen wieder rein bei dir, Bernhard. also mit anderen Worten, du bist, wie ich schon mal gesagt, 57er Jahrgang. Aber frohen Mutes und immer dran, auch wenn es jetzt rein wirtschaftlich ist, ein hartes Business, oder? So bis jedenfalls. Aber Jomern nützt im Fall total nichts. Also ich denke, das Gejümte, das blockiert um und ist unkreativ bis zum Bach. Also bei mir ist es so gerne so, ich habe einen neuen Ofen bestellt. Ich freue mich wie verrückt. Das ist die letzte Investition in meine Infrastruktur. Und das Beste daran ist, er hat Rädchen. Man kann einen neuen suchen. Und wenn ich einmal ins Altersheim muss, oder wenn es mir mal dort reinbunkert, muss dort ein Starkstromanschluss haben. Sonst ist Bernarde nicht ansprechbar.